Hallo ihr Lieben und willkommen zurück zu Spirit of the North. Ich musste jetzt einen kleinen Part mit der neuen Fähigkeit nochmal neu spielen und hier hinkommen, aber das ist ja eine Sache von 5 Minuten, das war ja alles kein Thema. Ja, meine letzte Aufnahme hat für ein bisschen für Tumult gesorgt, I'm sorry. scheinbar habe ich einen Stab übersehen, den ihr aber alle gesehen habt. Das ist natürlich ärgerlich, aber es tut mir wirklich leid. Also, das mache ich nicht mit Absicht. Ich würde sehr gerne alles zusammentragen. Deswegen nehmt es mir bitte nicht übel, wenn da irgendetwas ist. Ich habe es in den Kommentaren, glaube ich, gerne YouTuber-Krankheit genannt. Also, das merkt ihr aber auch, wenn ihr selber spielt. Ihr überseht einfach etwas. Und als Zuschauer, dadurch, dass ich auch selber Let's Plays gucke, kenne ich beide Seiten. Und als Zuschauer guckst du dir alles andere an. Also jeden Millimeter des Bildschirms und dann entdeckst du einfach Sachen. Und als Let's Player bist du am Quatschen, versuchst irgendwie Unterhaltung reinzukriegen, spielst das Spiel, versuchst irgendwie da durchzukommen, was je nach Spiel halt ein bisschen anstrengend ist oder herausfordernd eher. Und ja, dann übersieht man leider was. Wie gesagt, nehmt es mir nicht übel. Und letzten Endes ist es immer noch geiler, Spiele selber zu spielen. Also es lohnt sich wirklich, das Spiel selber zu spielen, alles selber rauszufinden. Ne? Also, ja. So viel dazu. Jetzt muss ich mal eben gucken, ob alles läuft. Ja, Aufnahme läuft, okay. So, wir sind jetzt hier in diesem Turm verblieben. Ich weiß gar nicht, ist der Turm Mittel zum Zweck oder ist das der Weg, der uns weiterbringt? Ich möchte noch mal eben... Erstmal möchte ich noch eine Blume holen. Nicht die Blümchen vergessen. So. Achso, ich weiß nicht, ob man es im Hintergrund hört. Der Ventilator läuft wieder. Ich habe auch ausnahmsweise Fenster auf. Tatsächlich, glücklicherweise, ist die Straße wegen einer Baustelle gesperrt. Das heißt, hier ist jetzt kein Fuhrpark, der hier durch die Gegend fährt. Und deswegen hoffe ich, dass es ruhig bleibt. Ich kann es aber nicht garantieren. Also wenn, dann tut es mir auch da leid, wenn es da Probleme gibt. Kommt man da durch? Nö. Aber anders hält es hier gerade nicht aus. Also es ist schon übers Wochenende durch Gewitter abgekühlt, aber diese Kühle kommt irgendwie nicht in dieses Kackzimmer rein. Und anders überlebe ich das nicht. Und wir wollen ja alle, dass es irgendwie weitergeht, ne? So. Kann ich hier schon was machen? Nee. Okay. Also normalerweise, ich meine, wir können es mal versuchen, aber... Ach, gucke mal. Da ist E. Der will, dass ich das mache, aber es reicht noch nicht. Das reicht auch nicht. Das heißt, irgendwas... fehlt uns. Das hatten wir doch schon mal, aber da waren die Äste doch im Weg, oder? Jetzt steinigt mich nicht, wenn dem nicht so war. Leute, es ist eine Woche her, dass ich das aufgenommen habe. Ich kann ja immer nur am Wochenende aufnehmen. Das heißt, ich muss immer ein bisschen rekapitulieren, was passiert ist. Dann gucken wir erstmal, ob hier noch irgendwas anderes ist, was uns hilft. Oder ob wir da jetzt tatsächlich durchkommen, weil ansonsten haben wir halt das Tor. Ne, von hier sind wir tatsächlich gekommen. Also mehr gibt gerade nicht. Und die Musik ist wieder so schön. Mehr gibt gerade nicht, also wir müssen... Müssen wir hier irgendwie weiter? Müssen wir vielleicht die
Ah, warte mal, müssen wir vielleicht den Kern dieser Wurzel finden? Die scheint ja da oben irgendwo zu sein. So, einmal, ja, das war klar. Ganz drauf ankommt. Ach, das erinnert mich an Pose. Spring einfach nicht. Ich weiß auch nicht, vielleicht liegt es auch an der Tastatur. Das ist ja jetzt keine Gaming-Tastatur, sondern so 0815. Und dass dann einfach die Leertaste, wenn man zu weit außen ist. Ne, obwohl. Macht er auch. Ne, okay, dann. Dann weiß ich nicht. So, natürlich. Die Quelle ist wahrscheinlich hinter dem Stein. Jetzt müssen wir erstmal das Rätsel lösen. Also, wir drücken auf den Knopf. Und dann geht das auf. Wir haben eine neue Fähigkeit bekommen. Macht das Sinn? Nee, als Geist kann ich hier nicht hin. Ah, andersrum. Fuck it. Entschuldigung. Haben wir die Fähigkeit? Ja, wir haben. Okay, wir machen es andersrum. Haha. So. La 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 la. La 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 la. Einfach ein bisschen nachdenken. Nein, das war... Das war zu lang. So, jetzt aber nochmal mit Schmackes. Ich will immer nah genug dran, damit es auch funktioniert. So, jetzt. Jetzt können wir. Okay. Jetzt nochmal ein Blümchen abholen. Da ist eins. Jetzt kommen wir weiter. Okay. Also die Rätsel sind jetzt bislang noch nicht so schwer, dass man sie nicht gelöst bekommt. Was ich auch angenehm finde. Klar, so hin und wieder eine Herausforderung ist, okay, so ein bisschen den Kopf einschalten, finde ich vollkommen in Ordnung. Aber wenn es halt so tricky Rätsel sind, dass du so eine Stunde lang nicht weißt, was du machen sollst, das ärgert dann irgendwie, ne? Aber gut. Das muss auch... Oh, okay. Ja, wir haben es geswitcht. Okay. Sehr schön. Und jetzt haben wir hier auch Kapitelfortschritt, sehr schön. Wir sind schon in Kapitel 4. Hatte ich gerade eben noch gesehen. Man kann ja auch die einzelnen Kapitel auswählen. So. Du bist scheinbar nichts. Das dürften Hütten gewesen sein, die allesamt nicht begehbar sind. Ja. Kleiner Geist. Oh. Die haben es hinter sich. Bisschen Stab. Ich darf nicht vergessen, nach Stäben zu suchen. Ist auch nix. Okay. Das sieht eigentlich so aus, als könnte man da hin, aber... Darf ich nicht. So, was ist hier? Alles halt in dieser roten Asche getaucht. Okay, wenn ich laufe, hinterlasse ich mittlerweile auch so eine rote Spur. Nicht schön. Aber ist das dann da hinten der Vulkan, der ausbricht?
Oder immer noch? Also das muss ja eine Zeit her sein, weil das hier sind Ruinen. Das ist nicht mal eben so passiert. Das ist schon länger her. Ah, hier ist wieder was. So, der Ausbruch hat dazu gesorgt. Im Wasser mag er nicht stehen bleiben. Naja, gut. Also der Ausbruch hat dafür gesorgt, dass alle gestorben sind. Also alle, da steht keiner mehr. Gut. Also, nicht gut. Ihr wisst, was ich meine. So, neues Blümchen. Ja. Blümelein. Im Wasser kann ich nicht springen. Ach so, und da war eine Zuschauerin, die sagte, wir hätten einen neuen Skin bekommen. Hachi Hachi, wo ist es denn? Da, okay. Wir hätten einen neuen Skin bekommen, ob ich den mal anschmeißen könnte, aber... Belohnung, wir haben nur den Skin bekommen, also uns fehlen noch welche. Aber wir können gerne nochmal wechseln. Ah, okay, das... Jetzt sind wir wieder ein Schneefuchs. Passt vielleicht auch hier ein bisschen, dass sich das mehr von der Umgebung abhebt. So, hier darf... Ah, darf ich doch lang. Okay, hier ist ein... Ah, okay. Oh Gott, muss ich das richtige Symbol rausfinden? Okay, neues Rätsel. Oder man dreht so lange, bis es blau bleibt. Ich weiß es nicht. Wir gucken aber erst einmal weiter. Da müssen wir auf jeden Fall früher oder später hin. Wir können aber auch erst mal gucken, ob wir... Das will nicht kaputt gehen. Okay. Schade. Weil der Fuchs hat ja genießt, deswegen dachte ich, da müssen wir wieder was kaputt machen. Dann nicht. Gut, dann holen wir uns nochmal die Blume und dann sicherheitshalber und dann gucken wir mal, dass wir da oben... dass wir da oben wissen, wie es weitergeht. Mal sehen, ob uns die Bilder helfen oder ob es wirklich stumpfes Drehen bedeutet. Nee, einen weiter. Hier müssen wir hin. Zu Norbert. So. Ist das die Pflanze? Das ist der... Also das ist der Fuchs. Das ist die Pflanze. Ja, das passt doch. Genau, super. Ach, okay. Und den Fuchs haben wir schon richtig gehabt. Gut, das war jetzt sehr einfach. Ja, die Pflanze sorgt dafür, dass alle sterben. Also es ist nicht der Vulkan, sondern das hier ist die Pest, die Pflanze. Oder der Vulkan sorgt für die Pflanze. Müssen wir nochmal ein bisschen gucken. Genau, und wenn der Fuchs durch die Gegend läuft, sind alle happy. So, das ist die Moral von der Geschichte. Happy End. So. Eigentlich sind Ruinen schon geil. Obwohl hier natürlich eine tragische Geschichte hinterliegt.
Da kommt man nicht lang. Aber die Blümchen sind halt schön. Ja, ich weiß, du musst niesen. Ich finde, die Blümchen haben wieder irgendwas Positives an sich. Wisst ihr, was ich meine? Dass man sagt, okay, hier ist echt was Schlimmes passiert, aber das hier blühen wieder Blumen, ne? So was Versöhnliches irgendwie. So. Da sind unsere blauen Blumen und wir müssen... Ach, gucke mal da. Da ist das Ding. Und wir kriegen es nicht kaputt. Wir kriegen es nicht kaputt, okay. Okay, ich brauche neue Blumen. Ja. Toll. Dann müssen wir da hinten die nehmen. Okay, da sind auch welche. Zu viel Pest. Dann nehmen wir doch die hier. Also das kriegen wir nicht zum Explodieren.